Hey Leute, willkommen zurück zu Remothered. Oh Mann, Dr. Ross, oder ja, zumindest sagt sie, sie ist das, wurde vergiftet. Und diese ekelhafte Gloria. Gloria ist die rote Nonne, die Haushälterin von ganz von Anfang. Wenn ihr doch wisst, wen ich meine. Sie hat uns einfach mal hier an der Nase rumgeführt und hat so getan, als wüsste sie nichts. Da, Kreuz, hier. Rosenkranz. Oh Gott! Jennifer! Jennifer! Oder beziehungsweise Felton. Mr. Felton, warum? Oh Gott, und sie sagte übrigens zu uns, sie kennt uns. Why did you come here? Who is my daughter Celeste for you? What the hell are you? No, impossible. Send her away. Some days when my thoughts are clear, I could even recognize what you're writing. I am living everything again. Oh, my father back home. It forces me to dress, speak, live as Richard. But I was Jennifer. I thought I'd forgotten everything with time. But the more Celeste grew, the more I remembered who I was. I could have been. So, without knowing, I started calling her Jennifer. I was obsessed. She liked it when I called her Jennifer. And she left. Why did she come back? I would have to stop her once and for all. For me. For my father. Stop. Just shut up. I told you already. Stop talking or I'll cut your tongue off. This goodbye will be the chance. Alter! Stop moving! Oh, here you are. What did you do? Why? You're fucking sick! Oh God! Help! No! No! Follow the swing! Don't stop looking at it! You're fucking sick! You poisoned your brain with all of your bullshit! You were sick murderers! Listen to me, bitch! You think I didn't see what you were hiding in your pretty purse? You wanted to drug me, make me blind, right? Just like the old times. I loved you. I trusted you. You were one of us. But you don't deserve to be. I survived not once, but two times. Sorry. You're not my sister anymore. Was? Warum immer Schwester? Listen, who doesn't live can't remember. What kind of life is it to suffer that way? You deserve peace. No. Mr. Felton, please don't listen to her! She is Jennifer. She is your daughter. She represents everything you couldn't have. It was taken from you. And now, she's in front of you. This is how you killed your wife, Mr. Felton! Listen to me. Don't listen to her! You failed the other times, but you I'm can't Rosemary. Now. She can't escape. We met this afternoon. You know how to do end you remember? This. You know what you have to do. I gave you that picture. When you were a little girl. Remember? I told you I could have helped you. Help you find a cure. Oh, no. Oh, Mr. Felton! Everything. No! Please. I beg you. Stop! No! No! No!
nein, das kannst du doch nicht machen. Der kann sich doch nicht selbst jetzt anzünden. Nein, nein, nein. Nicht so dorthin könnte. Ich sollte es besser nicht anstarren. Oh nein. Habe ich da irgendwas in der Tasche? Nee, ne? Habe ich nicht. Oh komm, mach dich los. Oh. Der Armleuchter. Der Armleuchter. Ich kann versuchen, mich fallen zu lassen. Das war mit dem Glas zu schneiden. Der Armleuchter vor allem. Nein. Er hat das denn übersetzt? Oh nee, nee, nee. Oh, wie fies! Ah, nein, 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 oh Gott! Und jetzt? Game over. Das Spiel ist vorbei. Warum fackelt die ganze Bude jetzt nicht schon? Nein, ich will nicht überspringen, danke. Oh, wie eklig. Was, was? Warum? Oh Gott, komm schon. Das kann nicht so. Wie lange war sie denn ohnmächtig? Oh. Alter Schwede! Das ist so widerlich! Was denn bitte? Das ist ein Gesicht? Witch? Was denn hier? Oh, Leute. Verdacht auf Kidnapping und Brandstiftung. Renovierter Professor begeht Selbstmord. Nicht fähig dazu, dir der Last standzuhalten. Freigesprochen wegen Mangel an Beweismitteln, wütete die Gesellschaft gegen ihn. Ihre Gründe dafür sind mehr als berechtigt. Kurz zusammengefasst, Rache. 14. November 1971. Einen Monat nach dem Verschwinden der 13-jährigen Celeste, rechtes Bild, der Adoptivtochter der Feltons, wurde die Leiche von Professor Wyman, Bild darüber, in seinem Haus gefunden. Wyman hatte sich, hängt er sich auf? Er wurde wegen der Entführung von Celeste verdächtigt, aber eigentlich gab es keine richtigen Beweise auf ein Kidnapping. Er wurde ebenfalls wegen der Brandstiftung vor 6 Tagen bei Cristo Morente Kloster verdächtigt. Bei diesem kamen 12 Nonnen ums Leben. Ja, 12 Nonnen, Bild oben, die dort lebten, mit eingeschlossen die Tochter der Ashmans ums Leben. Wyman schüchterte mehrere Male die ehemaligen Geschäftspartner. Was? Schüchterte sie ein. Die Feltons und ihre Ex-Angestellten im HQ ein, so. Die Ashmans beschuldigten ihn, dass er die Firma zum Verbreiten des gefährlichen Parasitismus verwendet habe, um die ungenehmigte Medizin zu testen. Selbst wenn Wyman vor seinem Tod nicht für die anderen Lasten bestraft wurde, verneinte er nie, dass er bei der Seuche unbeteiligt war. Als ein Fakt erklärte Wyman, die Vermehrung dieser Motten und ihr Lebensstil könnte der fehlende Teil für die Weiterentwicklung der modernen Medizin sein. Angeblich, sagte Wyman, handelt er unter dem Namen von Richard Felton, welcher den ersten Prototypen schon seit Jahren einnahm, bevor es vom Markt genommen wurde, um seine Krankheit damit zu heilen. Der Heilungsprozess wurde durch die Hypnosesitzung begünstigt. Auch wenn Dr. Felton die Krankheit mit den Nonnen in Kontext bringt, da diese schon vor dem Feuer ähnliche Symptome aufzeigten, verbunden mit einem stark ansteigenden Insulinspiegel, eine Allergie gegenüber Cortison, das zu einer plötzlichen Filamentarie, Keratitis führt, Epilepsie und Realitätsverlust. Eventuell verursacht durch den zweiten Prototypen von Phenoxyl. Ich kann leider nicht weiter runter. Mal wieder. Ne. Achso, warte mal, die andere Seite kann ich mir noch angucken. Oh. Etwas vergessen. Vorgestellte Perücken, dein Friseur für 39,99. Toll. Oh Mann. Das hört sich jetzt aber nicht so... Ich weiß nicht. Das ist alles so seltsam hier. Was mache ich denn jetzt? Erreiche den Dachboden, versuche zu entkommen. Ja, toll. Soll ich schon wieder mit dem Aufzug? Muss man neues Cortison holen, Kinder.
Ist diese alte blind? Diese widerliche Nonne. Warte mal, Dr. Felton versteckte sie. Offenbar aktiviert sie den manuellen Mechanismus des Lifts, falls es keinen Strom gibt. Was? Interessant. Ah. Eine medizinische Spritze mit einer reichlichen Menge an Cortison. Die habe ich immer noch? Gloria. Bist du denn, mein Liebchen? Oh, wie sie mir noch die Zunge abschneidet. Ich verstehe das nicht. Ist Dr. Felton... Ist er jetzt gleichzeitig Jennifer? Ist er eine Frau? Ich dachte, es wäre... Aber da, wie hat er dann Celeste... Na gut, die haben die adoptiert. Na Gott, keine Ahnung. Gut, dann war es vielleicht halt doch eine Frau, der Kerl, und wusste es halt nicht so richtig. Aber er hat doch keine Brüste gehabt und nichts. Ich meine, na gut, es sah jetzt halt ein bisschen seltsam aus, alles bei ihm, aber trotzdem. Der Lederarsch. Ich bin total verwirrt. Kann jemand die Story ein bisschen aufdröseln? Ich kann es echt nicht. Also jetzt gerade ist halt alles ruhig, ne? Ich halt echt, was das soll. Warum können wir jetzt hier einfach rumlaufen? Ich meine, Gloria, die weiß doch, dass wir in der Gefahr sind. Und warum sagt sie zu uns Schwester? Wir sind doch keine der Nonnen, die... Okay. Nein, 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 ich will... Oh! Oh! Ach, sie blind! Ah! Oh. Nee, machst du, glaube ich, nicht. Du wirst mich nicht mehr sehen jetzt. Oh nein. Nein, nein, nicht die Spritze. Die Kurbel. Ja, sehr gut. Nimm die mit. Oder halt nicht. Oh Gott, nein. Die kommt doch jetzt uns nach, oder? Die blöde Schwester. Gloria. Oh wow, das ist ja noch ein anderer Dachboden. Den habe ich ja nicht. Das ist ein Spiegel. Oh, so gut. Das ist ein Spiegel. Was auch immer sie mir gegeben hat. Mir geht's wieder gut, offensichtlich. Ich muss mich auch gar nicht heilen jetzt. Oh Gott, nein. Was ist jetzt? Oh Gott. Hier reingekommen? Eine Leiter. Ist nicht reingekommen. Oh. Hast du es nicht geschafft, ne? Du blöde Kuh. Möchtest du nicht sterben, bitte? Nein. Bitte dich. Ach, diese Musik schon. Die taucht doch gleich irgendwo auf. Sie ist blind. Wie kann sie... Oh nein. Nein! Ah! Was war das? Noch eine Spritze. Oh, was? Aktiviere das Gerät, um das Fenster zu öffnen. Alter, geht nicht.
You're pathetic. You can't just kill me with cortisone. Nein! Nein, nein, nein! Nein! Au! Oh, du blöder Mistvieh! Mistfliege! We were all sisters! How could you? Oh nein! Geh bitte weg! Es ist schon wieder Tag draußen. Oh nein! Nein, nein, nein! Nein, 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 nein. Verdammt nochmal. Warum ist sie so schnell? Die ist blind. Das sticht ziemlich einfach. Komm jetzt schnell. Celeste was a wise one. I don't think you share that attribute. Oh Mann, ich dachte, ich mache ein bisschen schneller, dann komme ich da weg. Ah. Oh, es ist mies, ey, wie es halt gleich wieder kommt. Aber noch ganz kurz. Oh. Du Mistkuh. Nein, nein, nein! Okay, darauf! Oh, wie schnell sie aber auch ist für eine Blinde, weißt du? Oh nein, nein, nein! Was ist denn? Was? Kriegt sie da schon wieder einen Anfall oder wie? Bin ich tot? Bin gerade echt gestorben, ne? Ich bin keine Bitch. Was ist das hier? Lass mich bitte. Muss ich einfach schneller sein oder was? Komm, lauf jetzt. Dann lauf doch. Ich kann da nicht weg. Was soll das denn? So, bitte was? Was? Ah ja, da kommt sie wieder. Bekannte Slut, hör mal auf jetzt, mich immer so zu nennen, das finde ich. Ah. Was will ich denn machen? Ich kann ja nur hier lang. Nicht mehr zurück und wenn ich jetzt da lang gehe, dann bin ich tot. Ja genau, da kommst du schon wieder. Ah, lauf doch! Ich glaube, ich muss hier einfach nur irgendwie weiterlaufen, aber es geht nicht. Ich darf ja nicht, offensichtlich. Du blödes Vieh. Oh Nonne. Immer nicht so, Gloria. Die kommt mir natürlich die ganze Zeit hinterher. Aber jetzt seltsamerweise nicht mehr. Und dann kommen die Motten. Warum kommen jetzt die Motten? Ich kann hier nicht weg. Pass auf, guck, ich laufe jetzt und dann kann ich nicht mehr laufen. Ah, guck, ich kann nicht laufen. Lauf doch jetzt. Ah.
Jetzt auf einmal sind sie langsam, oder wie, die Viecher? Ich muss... You killed the old man! How is he? Ich hab'n Scheiß! Okay, Leute, ich mach mal Schluss hier. Ich glaube, ich mach mal Schluss hier. Das ist mir gerade ein bisschen zu krass. Danke fürs Zusehen. Oh, ich muss schon wieder hier. Wenn schon wieder nächstes Mal dabei seid bei Remothered, dann sehen wir uns wieder zu diesem tollen Mottenspektakel und wie ich andauernd und andauernd wieder sterbe. Danke, auf Wiedersehen.